Was MC Hammer für den Hip-Hop ist, möglicherweise MC Wieninger für das Bier. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, hallo, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr seid gesund und munter und könnt mir heute beim heutigen Bier lauschen. Ich habe heute ein Bier einer Brauerei, die tatsächlich Privatbrauerei MC Wieninger heißt, also heißt wahrscheinlich nicht Master of Celebration, sondern steht für die Initialen des Eigentümers. Aber sie haben uns den Lausbuhr vorbeigeschickt, haben das gemacht in der Biertasting Club Monatsbox. Ich habe wieder mal mein Biertasting Club Monatsbox Shirt an, heuer diesen Monat alle in Gelb. Habe mir das jetzt extra bereitgelegt und werde das, glaube ich, auch durchhalten diesen Monat. 3,8 Volumenprozent Alkohol, 27 Bittereinheiten und hier steht es, ein fruchtig helles Sommerbier. Und 9,8 Plato sind aufgerufen. Es ist ein helles, aber wie gesagt, die leichtere Variante. Aber Ariana, Cascade, Hallertau Blanc, und Cascade und Simcoe in der Kalthopfung, das spricht schon ein bisschen dafür, dass man hier einiges an fruchtigen Aromen bekommt. Wer nicht weiß, wo die Brauerei liegt, sie liegt ziemlich genau zwischen dem Chiemsee und Salzburg. Wenn man da eine Linie zieht und genau dazwischen in der Nähe von Traunstein ist das, glaube ich, ist die nächste Stadt, die mir zumindest persönlich was gesagt hat. Da ist diese Brauerei MC Wieninger zu Hause. Und sie haben eine eigene Reinzuchthefe dafür verwendet. Und jetzt schaue ich mal, dass ich euch das Logo auch richtig hinhalte. So, glaube ich, gehört's. Und es ist helles Gerstenmalz drin und Karamellmalz verwendet worden. Also auch farblich können wir da ein bisschen was erwarten. So, schauen wir mal, wie der Lausbuhr sich macht oder ob wir den gleich wieder vom Hof jagen müssen. Ja, wir haben ein schönes, leicht getrübtes, gelb-goldenes Bier. Das sieht sehr schön aus, zwei Finger breit, feiner Schaum, der auch schön am Glas hängt. Ich habe mir das Sortiment der Brauerei mal angeschaut. Schöne, gleichmäßige Trübung. Und da gibt es eine sehr klassische Linie. Und dann gibt es ein paar, ich glaube, Braumeister-Stile oder Biere nennen sich das. Also sie haben die Biere so in drei verschiedene Linien aufgeteilt und damit so ein bisschen die Sortimente auch auseinandergehalten und finde das eine sehr gelungene Variante. So, wir haben viel Zitrusfrucht in der Nase. Das geht so von Zitrone, Grapefrucht, Limette, so in diese Richtung. Also schon ein bisschen die intensivere Variante. Grasige Hopfen mit am Start. Leicht strohig. Aber die Zitrone ist schon so das dominante Element in dem Bier. Ja, in diesem Sinne. Cheers! Also, erster Eindruck ist, hoppala, wir haben ja ein leichtes Bier. Ja, haben wir. Leider schmeckt man es tatsächlich auf den ersten Schluck. Das ist ein sehr, sehr schlankes und würde sagen, fast dünnes Bier. Jetzt dominiert ein bisschen der grasige Hopfen. Die Zitrusfrucht geht sehr stark in den Hintergrund. Sie ist noch da, aber kämpft jetzt eher so an der Limettenfront. Grapefrucht ist ein bisschen verschwunden. Es ist nicht mehr ganz so intensiv. Leicht floral. Bisschen strohige Noten. Insgesamt aber wenig Malz. Dadurch fehlt dem Bier natürlich so ein bisschen auch an Vollmundigkeit. Das Mundgefühl ist sehr, sehr dünn. Und es ist sicher genau das, was es sein soll. Es ist ein sehr, sehr leichtes und gut trinkbares Sommerbier. Wir haben 3,8 Volumenprozent. Das ist schon für manche, so was den Alkohol angeht, fast in der Radlerklasse. Und was ich ein bisschen vermisse gerade, ist, wir haben ja doch relativ viele Hopfensorten. Also Ariana, Cascade, Hallertau Blanc, kalt gehopft mit Cascade und Simcoe, hatte ich gesagt. Und es ist eigentlich schade, dass davon eigentlich wenig übrig geblieben ist.
oder dass man es so wenig spürt, ist doch relativ reduziert auf die Zitrusfrucht. Aber schlanker Körper, schön spritzige Kohlensäure, also erfrischend ist es allemal. Hinten raus, ja, es kommt eine ganz leichte, dezente Bittere raus, die 27 Bittereinheiten würde ich an der Stelle unterschreiben. Es ist, ja, zitrusfruchtig, es kommt wieder ein bisschen mehr die Grapefrucht rein und dann klingt es eigentlich aber auch sehr schnell aus. Ich finde, es ist ein schönes, tatsächlich ein schönes Sommerbier. Die Hopfensorten, der Lausbuer lässt ein bisschen mehr erwarten, als er dann im Trunk hält, aber das ist, wie gesagt, wieder Jammern auf hohem Niveau. Trotz alledem, für den Lausbuer von Privatbrau MC Wieninger von ProbierTV gibt es dafür 3,5 Punkte. Für den Lausbuer aus der Kalea Monatsbox vom Biertasting Club. Und wenn ihr andere Biere von Wieninger kennt, dann bin ich dankbar für eure Tipps. Werde demnächst sogar mal in der Nähe sein und vielleicht das ein oder andere Bier im Supermarkt ergattern, einpacken und dann schlicht und ergreifend einfach mitnehmen. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen, sage auch danke, wenn ihr da unten den Knopf mal benutzt, ein Abo dalasst, sofern ihr noch keins habt, dann ist das eine Garantie, dass wir uns morgen wiedersehen. Dann gibt es schon das nächste Bier-Review hier bei ProbierTV. Bis dann sage ich Tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.